Boah, gleich erste Stunde. Gar keinen Bock. Ja. Ist ja auch nichts. Wo bleibt eigentlich Ellie? Die kommt doch zu spät zum Schwänzen. Ja, Ellie, bei der hat sie halt so ein bisschen Probleme. Du weißt doch, ihr Bruder ist. Ja. Ja. Juckt eigentlich keinen, oder? Was? Wie böse. Wobei, juckt mich. Ja. Aber muss ich später alleine aufräumen. Mhm. Naja. Hey, guckt euch mal die Pipeline an. Soll ich mal rübergehen? Ja, mach mal. Ich guck mir das mal an. Halt mal. Watch me. Ja? Hat dich deine Mama heute nicht zum Kindergarten gebracht? Wie magst du auf dich sein, ne? Dein Freund. Hinterher? Ja, vergiss den nicht, ja? Na, was haben sie dir angetan, Richard? Na, Sonnenschein? Nee. Der Karl kann manchmal echt ein Vollidiot sein. Ja. Wenn er das nochmal macht, dann komm zu mir, ich helfe dir, okay? Wirklich? Na klar. Wirklich? Wir sind doch Kumpels. Ja. Danke. Danke, wirklich. Wir sehen uns, ne? Ja, tschüss, danke, danke. Ja, ja, du hast recht, das ist sie, das ist sie. Das ist eine Pfeife. Regina, zurück habe ich dich gefunden, ich brauche deine Hilfe. Was? Es ist Richard, sie haben ihn mir geklaut. Wer zum Teufel ist Richard? Mein Plüschtier, Karl hat ihn mir geklaut, er hat ihn entführt. Ja, okay, okay, komm. Da ist der! Haha! Hinterher! Oh. Ey, lauf hier! Wo kommen denn die ganzen Spinner her? Egal, Richard hinterher! Was ist das? Schau, das wird schon! Hey, was soll die Scheiße? Wir haben doch nur ein bisschen Spaß hier! Okay, Karl, genug ist genug. Gib mir diesen Scheißhund. Nö! Ah. Achtung, er versucht zu fliehen! Mir ist das irgendwie unheimlich. Also. Lass uns lieber... Hör auf rumzuheulen. Siehst du? Ist doch alles gut, ist doch nur eine dumme Puppe. Puppe? Wen nennst du hier Puppe? Was zur Hölle? Na, Sonnenschein? Hey, Kumpel. Was soll denn das? Ich würde dich ja raten lassen, aber ich glaube, du bist eh viel zu dumm, um es zu verstehen, also lass ich es gleich bleiben. Ich hab dir doch auch immer geholfen, weißt du noch, wir beide. Du warst immer nur an deinem eigenen Ego interessiert und nun erstickst du dran. Du böser Wicht! Richard bekommt nun endlich den Körper, den er schon immer verdient hat. Vielleicht tröstet es dich, mich würde das auf jeden Fall trösten. Du bist krank. Du bist krank! Du wirst gleich selbst erfahren, was wirklich krank bedeutet, aber keine Angst. Wir sind ja Kumpel. Du bist krank! Hör auf! Nein! Hör auf! Hast du sie dabei? Natürlich.